So, Hallihallöchen und willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Wir haben heute ein bisschen ernsteres Thema zu besprechen. Wie ihr im Intro wahrscheinlich schon gesehen habt, das war neu. Das wird auch neu bleiben. Tatsächlich gibt es jetzt einen neuen Kanalnamen, aber ich fange mal ganz vorne an. Ganz, ganz vorne. Und zwar geht es erstmal darum, dass ich gesagt habe, dass ich mir im Urlaub ein paar Gedanken mache, was ich umstellen will oder ob ich was umstellen möchte, ob ich was anders machen möchte. Und da lag ich dann so schön entspannt auf Mallorca und habe mir so ein paar Gedanken gemacht und habe das dann probiert, hier zu Hause wieder umzusetzen. Dieses Video, was ihr im Hintergrund seht, das ist vielleicht von der Qualität gerade nicht ganz so gut. Das hat aber einen Grund, weil ich was ausprobieren möchte, ne? Also das... Also ich bin da gerade wirklich am Herumexperimentieren. Wir kommen aber erstmal zum Kanal. Der heißt jetzt Agrarhof MV. Ne? Also herzlich willkommen. Wer dabei bleiben möchte, hat den Grund, der frühere Name Cucumbers Gaming, der ist einfach aus Lust und Laune entstanden. Ich habe gedacht, dass ich ein bisschen mehr, auch andere Videos mache. Also das heißt, dass ich eventuell ein bisschen Landwirtschaft, ein bisschen... Call of Duty, Autorennspiele oder sowas, dass ich halt so einen guten Mix mache. Aber tatsächlich bin ich ja bei LS hängen geblieben, was ja auch ganz gut ist. Und deswegen wollte ich das jetzt abändern. Also der Name, der war mir jetzt schon ein bisschen länger so ein Dorn im Auge tatsächlich. Und tatsächlich ist es, glaube ich, auch so, wenn jemand mal auf den Kanal kam und sich noch nicht so ganz sicher war, beziehungsweise ein Video nochmal 2-3 Tage später angucken wollte, ja, wie hieß der denn nochmal? Das war, glaube ich, ein ganz großes Problem für viele oder haben es dann nicht wiedergefunden oder fanden es einfach nicht geil. Das kann natürlich sein, dass der Name da viele nicht anspricht und deswegen, das war mir so ein Dorn im Auge, der größte Punkt, den ich ändern wollte. Ich habe mich da jetzt lange mit beschäftigt. Ich glaube, also ich bin jetzt seit 1,5 Wochen wieder aus dem Urlaub und seit da habe ich mich damit auch beschäftigt. Also das war, ich habe damit auch eigentlich mit keinem so großartig drüber gesprochen. Es gab einen Zuschauer, das Thema kam aber auch erst die letzten 2-3 Tage auf, wo das jetzt eh schon final war, aber zum Großen und Ganzen habe ich das alles komplett allein entschieden, ist ja auch mein Kanal, von daher habe ich das, glaube ich, mit niemandem so großartig abzusprechen, bin da auch niemandem irgendwas schuldig und das war der größte Punkt. Wie gesagt, ihr seht hier das Video, wenn das nicht die beste Qualität ist, wie gesagt, bitte ich das zu entschuldigen, weil ich gerade was ausprobieren will. Also ich bin so extrem am Herumexperimentieren momentan, was man so umstellen kann, was man abändern kann. Ich bin manchmal auch grafisch noch nicht so zufrieden, obwohl wir von der Internetleitung eigentlich gar nicht so schlecht sind. Ich habe schon eine relativ gute, trotzdem finde ich das manchmal noch nicht ganz so perfekt, gerade bei Videos. Livestreams geht eigentlich, da ist die Qualität gar nicht so schlecht, aber Videos gefällt mir manchmal noch nicht so sehr, ne? Also wenn das ein bisschen komisch ist oder ein bisschen anders ist, bitte ich das zu entschuldigen. Ich bin da gerade so ein bisschen am Herumexperimentieren. So, des Weiteren, wie gesagt, auf dem Kanal wird sich halt ein bisschen was ändern. Ich habe viele alte Videos schon runtergelöscht. Ich lag gestern Abend bis um, weiß gar nicht. Also ich habe gestern Abend ja noch gestreamt und dann lag ich tatsächlich noch bis um 23:45 ungefähr wach und habe von meinem Kanal ein paar alte Videos gelöscht, habe geguckt, was kann runter, was kann weg, was ist nicht mehr zu gebrauchen. Tatsächlich habe ich überlegt, ob ich vom LS19 alles runterlösche, aber da gab es ja auch ein, zwei geile Projekte, zum Beispiel die Rade, die Untergriesbach, also das waren ja schon, Kleinseelheim hat mir auch Spaß gemacht, also deswegen, die lasse ich erstmal noch drauf und vom 22er ist zwar noch mit einem Intro dann, aber gut, das ist dann halt so, ne? Da sind die Videos ja trotzdem gut geworden und ich wollte jetzt nicht komplett alles runterreißen. Ich meine, wenn ihr das anders seht, ihr könnt mir das auch gerne schreiben. Allgemein, was ihr jetzt davon haltet, beziehungsweise ob ich dann komplett einen neuen Cut machen soll. Also einmal komplett Schlussstrich ziehen und dann nochmal komplett neu. Würde ich mich freuen, ne? Weil ich mache das ja hier in erster Linie auch Spaß, ja. Aber mich interessiert ja trotzdem eure Meinung, ne? Wie ihr das so seht. Und das würde mich dann schon freuen, wenn allgemein sehr viel Feedback kommt jetzt, wie ihr das so seht. Also Instagram auch, ne? Da kommen jetzt Informationen zu Livestreams und. Also alles rund um den Kanal eigentlich.
Wer will, kann auch gerne nochmal abonnieren. Ich lasse den Link dann auch nochmal in der Videobeschreibung unten. Fotos aus dem Game kommen da. Da lade ich dann aus Streams oder aus Videos oder sowas gerne mal ein paar Bilder hoch. Ich habe da ja auch noch nicht so viele Follower und sowas, aber die da sind, da kommt das echt gut an. Also muss ich wirklich sagen, das ist schon schön. Und ihr wisst, umso mehr, umso besser. Ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil das auch ein Punkt ist. Also ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht, was jetzt richtig ist und was nicht, aber es hat mir einfach nicht mehr gefallen. Und wenn es mir nicht mehr gefällt, dann sollte man daran was ändern. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Falls nicht, gut, dann kann ich es leider auch nicht ändern, aber ich habe es probiert. Ne? Also, ich bin erstmal soweit durch. Ab sofort dann Agrarhof MV. Na, wer will, wie gesagt, kann sehr gerne ein Follow da lassen und beziehungsweise, ja, könnt ihr gerne schreiben, was ihr davon haltet und wie ihr das seht. Nochmal, falls die Qualität des Videos jetzt nicht ganz so geil ist, es ausprobieren. Ne? Ich teste gerade ein bisschen was aus, was ich so ändern kann und ja, jetzt warte ich mal auf euer Feedback. Ich hoffe, dass wirklich so viele wie möglich auch kommentieren, was ihr davon haltet. Und ja, ich bin erstmal raus, warte ab, was da so passiert und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video beziehungsweise beim nächsten Livestream. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!